möchte ich eine Künstlerin vorstellen, die gerne große Leinwände mit Acrylfarbe gestaltet. Silvia Wienskerber, eine Kreuzmacherin. Hallo, Frau Wienskerber. Hallo, Frau Schreiner. Wie kamen Sie zur Malerei? Ich bin 2007 von Bad Kreuznach nach Heidelberg gezogen und plötzlich irgendwie die Stadt hat mich inspiriert, habe ich Lust gekriegt zu malen, was ich als Kind schon häufig getan habe. Bin weg, habe mir eine Leinwand gekauft, Acrylfarben und habe einfach ein paar Sachen ausprobiert. Und es hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich dann damit zum Galeristen bin, der begeistert war und sich dann 11 Jahre um mich gekümmert hat in Heidelberg. Und irgendwann zog es Sie dann wieder in Ihre alte Heimat Bad Kreuznach? Ja, Bad Kreuznach ist halt, meine Kinder sind dort aufgewachsen, ich habe dort viele Freunde, meine Altfamilie lebt auch zum Teil da und ich wollte einfach wieder zurück. Wie entsteht ein neues Werk? Ein neues Werk, ja. Ich stehe vor einer großen weißen Leinwand und überlege, wo fange ich an? Der erste Pinselstrich fällt mir immer schwer, weil ich weiß nicht, was kommt. Da ich intuitiv male, nicht im Kopf, sondern direkt auf der Leinwand starte. Und es ist immer auch für mich sehr spannend, was am Ende rauskommt. Warum malen Sie? Oder was gibt Ihnen die Malerei? Die Malerei gibt mir Kraft, Zuversicht. Ich male sehr gerne mit begleitend Musik, je nach Stimmung. Manchmal sogar Opern oder auch mal klassische alte Sachen, Beatles zum Beispiel. Es kommt auf die Stimmung an, auch auf die Farben, zu was ich mich entschließe. Und es hilft mir auf jeden Fall, ich kann total gut entspannen und malen, einfach mal Gedanken fließen lassen, die Sachen vorstellen, die mir normalerweise nicht einfallen würden. Ist einfach toll. Und was machen Sie, wenn Sie nicht malen? Wenn ich nicht male, dann habe ich noch 2 Hunde. Also einer gehört mir, der andere meiner Tochter, den ich aber jahrelang gepflegt habe. Kimba und Pablo, 2 Labradore. Mit denen verbringe ich sehr viel Freizeit, gehe viel spazieren. Lass mich inspirieren, die geben mir auch sehr viel Kraft und Freude. Ja, und begleiten mich auch manchmal beim Malen.
fällt es Ihnen leicht, sich von Ihren Bildern zu trennen? Nein, überhaupt nicht. Wirklich. Also ich suche mir auch schon aus, wenn ich ein Bild verkaufe, wo es hinkommt und ob derjenige es wirklich so sieht, wie ich es gern hätte. Ja, ich würde auch immer gern wissen, wo es hängt in Zukunft, mein Bild. Also es fällt mir schon schwer. Und wann ist Ihre nächste Ausstellung? Meine nächste Ausstellung ist am 23. Oktober hier in Bad Kreuznach in der Taberna Libraria. Und ich freue mich schon sehr darauf und danke auch dem Herrn Gerd und seiner Frau Petra, dass sie mir das ermöglichen. Vielen Dank, Frau Minz-Herber, für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht und auch Ihre Bilder anzuschauen, war wirklich eine Freude. Dankeschön, mir hat auch viel Spaß gemacht.